Ich begrüße euch ganz herzlich heute wieder an meiner Seite, Professor Klaus Leitzmann. Und wir haben uns ein super schönes Thema für heute ausgesucht und vor allen Dingen ein super spannendes Thema. Und ein Thema, über das ihr ab sofort Bescheid wissen müsst. Es sind nämlich die sekundären Pflanzenstoffe. Warum die so wichtig sind, das erfahrt ihr gleich. Aber vorab, ich habe ja mit Klaus zusammen dieses wundervolle Buch geschrieben, Klartext Ernährung. Und auch heute gibt es zwei davon zu gewinnen. Was du dafür tun musst, um zu den glücklichen Gewinnern zu hören, das erfährst du dann während des Videos. Und jetzt zum Thema sekundäre Pflanzenstoffe. Klaus, was ist das eigentlich? Warum heißen die sekundär und was sind die primären Pflanzenstoffe? Ja, man wusste ja schon sehr lange darüber Bescheid, wie zum Beispiel die Eiweiße, das Fett und die Kohlenhydrate entstehen und wie die zusammenwirken und so weiter. Und es war dann sehr viel später, dass man diese Substanzen, die man heute sekundäre Pflanzenstoffe nennt, entdeckt hat und auch deren wichtigen Funktionen entdeckt hat. Jedenfalls sind die sekundären Pflanzenstoffe deshalb sekundär, weil sie eigentlich einen zusätzlichen Stoffwechsel bieten. Also um den Körper oder Substanzen aufzubauen, braucht man eben Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Das ist also der primäre Stoffwechsel. Und der sekundäre befasst sich dann mit Substanzen dieser Art, die auch nicht als essentiell gelten. Das heißt, nicht als lebenswichtig. Das ist eine ganz eigenartige Einordnung. Das müsste man eigentlich ändern. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, aber so ist es immer noch eingeordnet. Die sind nicht essentiell. Das heißt, so ist es. Die Wissenschaft hat das irgendwann mal beschlossen, vielleicht auch, weil man es so spät entdeckt hat. Wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich, dass diese Substanzen so benannt sind, weil sie eben nur in Pflanzen hergestellt werden. Also alle sekundären Pflanzenstoffe werden von Pflanzen hergestellt. In tierischen Lebewesen gibt es diese Produktion gar nicht. Und was ist, wenn zum Beispiel ein Rind jetzt Gras frisst und damit nimmt es ja sekundäre Pflanzenstoffe auf. Durch das Fleisch bekommt dann der Mensch sekundäre Pflanzenstoffe durch diese Nahrungskette? Ja, das kann natürlich auch passieren. Aber der direkte Weg wäre natürlich direkt durch die Pflanze und dann müsste man das Tier nicht töten dafür. Ich weiß, dass du einer der ersten warst, von dem ich ein Buch bekommen habe, da ging es um die bioaktiven Substanzen. Damit war es eines der ersten Bücher, glaube ich, auch zum Thema sekundäre Pflanzenstoffe und das hast du geschrieben. Ja, zusammen mit anderen. Genau. Wann sind die denn eigentlich entdeckt worden, die sekundären Pflanzenstoffe? Ja, hier verhält es sich ähnlich wie bei den Ballaststoffen. Es waren die Tierernährer, die eigentlich entdeckt haben, dass, und nicht nur die Tierernährer, es waren natürlich die Menschen, die die Naturheilkunde gemacht haben. Die wussten, in Pflanzen ist irgendetwas drin, das kann Krankheiten heilen, das kann Schmerzen lindern und so weiter. Und das waren die sekundären Pflanzenstoffe. Die konnte man damals natürlich nicht identifizieren, charakterisieren und untersuchen als Einzelsubstanzen. Heute haben wir die technischen Möglichkeiten. Und deshalb ist diese ganze Entwicklung der sekundären Pflanzenstoffe so etwa parallel mit den Ballaststoffen gelaufen. Also man kann sagen, so in den 60er, 70er, 80er Jahren wurde das populär. Und wir haben damals diesen Begriff bioaktive Substanzen gewählt, weil es neben den sekundären Pflanzenstoffen eben andere Substanzen gibt, die auch zu diesen bioaktiven Substanzen gehören. Und das sind die Ballaststoffe, aber auch Substanzen, die von Bakterien hergestellt werden. Diese beiden oder drei Gebiete haben sich so mächtig entwickelt, dass man heute nicht mehr von den bioaktiven Substanzen spricht, sondern immer von diesen Einzelsubstanzen, also entweder sekundäre Pflanzenstoffe oder Ballaststoffe oder über Substanzen von Mikroorganismen, wie man sie eben in Präbiotika und so weiter findet. Ja, oder in
Probiotika. Probiotika. Genau. Ja. Ich weiß noch, als ich das erste Mal von diesen bioaktiven Substanzen beziehungsweise von den sekundären Pflanzenstoffen gehört habe, da habe ich gehört, es gibt 1000. Das fand ich schon damals ziemlich viel. Wie viel gibt es denn mittlerweile? Es gibt sehr, sehr viel mehr. Das weiß auch keiner genau. Aber es gibt die Experten, die sich nur mit diesem Thema befassen. Die sagen, also damals haben sie gesagt, also 1000 und dann waren 10.000. Jetzt sind wir weit über 100.000 hinaus. Also es gibt praktisch unzählige Variationen dieser ganzen verschiedenen Stoffgruppen. Sekundäre Pflanzenstoffe, was haben die für eine Wirkung für die Pflanzen und welche Wirkungen haben sekundäre Pflanzenstoffe für uns Menschen? Also die Pflanzen stellen natürlich diese Substanzen her, nicht weil sie uns was Gutes tun wollen, sondern weil sie genauso egoistisch sind wie wir. Sie stellen die nur für sich her. Und zwar dienen diese sekundären Pflanzenstoffe dazu, dass sie auf der einen Seite Feinde und Gefahren abwehren. Also ob das die Sonnenstrahlen sind oder der Mehltau oder Insekten. Da gibt es Substanzen, das sind Bitterstoffe, das sind die Sulfide meistens, die wir auch in Knoblauch und Zwiebeln und so weiter finden, die also diese Abwehraufgabe haben. Aber es gibt auch viele und vielleicht sogar mehr sekundäre Pflanzenstoffe, die bestimmte Tiere anlocken. Also die diese Früchte zum Beispiel fressen sollen, damit sie die Samen in den Früchten verteilen. Und daher haben viele unserer Obstsorten besonders wunderbare Farben und auch sehr knallige Farben. Ganz rot, ganz blau, orange, kommen in allen Regenbogenfarben vor, weil sie auch unterschiedliche Tiere ansprechen. Es gibt nämlich eine ganze Anzahl von Tieren, die sind farbenblind. Die fressen sie also nicht aus Gründen der Farbe wegen, sondern des Geruchs wegen. Und diese Duftstoffe zählen auch zu den sekundären Pflanzenstoffen. Es ist also eine ganze Palette, die sich aber alle die Pflanzen überlegt haben sozusagen. Deshalb, also wir waren da nicht innovativ. Wir nutzen sie nur. Und das Interessante ist, dass diese Substanzen bei uns ähnliche Funktionen haben, wie sie in der Pflanze ausüben. Also sie sollen uns auch schützen vor Gefahren. Ja, das finde ich ja, also wir haben ja auch in unserem Buch ganz viel darüber geschrieben, dass es eigentlich die wahren Gesundmacher sind in den Pflanzen. Und mittlerweile gibt es ja da ganz viel dazu zu sagen. Ich sage immer, die sekundären Pflanzenstoffe ziehen den Immunzellen eigentlich so ein Vergrößerungsglas auf oder eine Vergrößerungsbrille, damit die Immunzellen viel besser erkennen können, wo ist denn Gefahr im Anmarsch, dass die dann einfach auch vernichtet werden können. Und das ist eine der Aufgaben der sekundären Pflanzenstoffe. Und so weiß man das ja auch von grünem Tee beispielsweise. Der hat ja eine bestimmte Form von sekundärem Pflanzenstoff. Der hilft bei der Entstehung von Krebs. Weißt du da, welche Stoffklasse das ist? Beim grünen Tee? Ja, ich kenne die natürlich alle vom Namen her. Wenn ich sie jetzt auswendig alle aufzählen sollte, hätte ich schon Schwierigkeiten. Ja, verstehe ich gut. Weil es eine große Palette ist. Ja. Also jedenfalls, da gibt es diese großen Substanzgruppen der Carotinoide. Das ist eine große Substanzgruppe. Ja. Die kommen auch in Karotten vor, deshalb sind sie so benannt, aber auch in vielen anderen Pflanzen. Dann gibt es die große Gruppe der Polyphenole. Eine weitere Substanzgruppe. Also es gibt ungefähr 10 oder 12 Substanzgruppen. Die haben aber ganz, ganz viele Variationen und deshalb eben auch diese hohe Zahl von vielleicht 100.000 oder mehr verschiedenen in der Natur. Ja, unglaublich. Also ich glaube, es gibt 12 Gruppen. Ich denke, das habe ich von dir sogar gelernt, weil alles, was ich über sekundäre Pflanzenstoffe weiß, das habe ich wirklich von dir. Und es gibt da einfach unglaublich viele kleine Unterteilungen, von denen die Namen auch teilweise ein bisschen zungenbrecherisch sind. Also von daher ist es gar nicht so einfach, die alle zu kennen, aber sie sind einfach unglaublich sinnvoll und wertvoll für uns. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt zum Beispiel, also sind ja auch von der Pflanze ein Schutz für Gefahr. Was ist denn, wenn wir jetzt zum Beispiel die Pflanzen, wie das im konventionellen Anbau geschieht, wenn man die jetzt zum Beispiel mit einem Pestizid bestäubt. Was passiert dann mit der Pflanze?
Ja, das ist, ob das sehr gut belegt ist, also es ist eine sehr gute Vermutung, aber kann teilweise auch eben belegt werden, dass die Pflanze dann offensichtlich das Gefühl hat, ich muss mich nicht mehr schützen, ich muss keine sekundären Pflanzenstoffe mehr herstellen, denn ich bin ja schon geschützt durch diese Pestizide. Und das heißt also, dass Lebensmittel, die nicht gespritzt werden mit irgendwelchen Pestiziden, einen höheren Anteil dieser Substanzen haben. Und wir wissen das ganz sicher für alle Wildpflanzen. Also da besteht ein Riesenunterschied zwischen Wildpflanzen und unseren Kulturpflanzen, wie man sie nennt. Und wenn man da Vergleiche macht, ob es jetzt, sagen wir mal, Salate sind oder auch Früchte, auch bestimmte Gemüse, und das vergleicht mit den ursprünglichen Pflanzen, ob das jetzt der Löwenzahn ist oder Brennnesseln und so weiter, da sind die Mengen an Inhalt, also an sekundären Pflanzenstoffen doppelt so hoch, dreifach so hoch, bis zehnfach so hoch, also sehr viel mehr, weil die auch noch darauf angewiesen sind, sich selber zu schützen, eben gegen die Gefahren, die es gibt. Ob das jetzt, wie gesagt, Pilze sind, also Mehltau oder Insekten oder auch das Sonnenlicht. Die müssen sich auch gegen Sonnenlicht schützen, denn die Pflanze hat ja den Nachteil, dass sie nicht weglaufen kann. Wenn sie da an einem sonnigen Platz steht, muss sie versuchen, mit dieser intensiven Einstrahlung zurechtzukommen. Und dann könnte man vielleicht davon ausgehen, dass genau diese sekundären Pflanzenstoffe die gleiche Aufgabe dann bei uns übernehmen können, dass sie uns auch schützen, beispielsweise gegen Sonnenlicht. Also gerade was diese ganzen Carotinoiden anbelangt, könnte man bestimmt darüber nachdenken. Vielleicht gibt es da ja auch schon genügend Wissen dazu. Einfach, um es jetzt mal ein bisschen angreifbarer für euch zu machen, wie viel sekundäre Pflanzenstoffe sollten wir denn pro Tag zu uns nehmen? Kann man das so sagen? Ja, das wird auch versucht in Zahlen zu fassen. Da gibt es auch bestimmte Daten und Empfehlungen, die sich alle in sehr geringen Mengen äußern, weil diese Substanzen ja nicht in so großen Mengen vorkommen wie andere, wie Mineralstoffe oder auch Vitamine. Meistens sind es deutlich geringere Mengen. Aber da gibt es so Angaben von 0,2 bis 0,4 Gramm Carotinoide pro Tag oder so. Aber das hilft an sich dem Verbraucher sehr wenig. Da ist es viel besser, wenn wir sagen, es ist richtig, jeden Tag entweder Karotten, Tomaten oder Früchte zu essen, die eben diese Carotinoide enthalten. Und das ist ja bekannt, gerade auch im Zusammenhang mit Krebs, dass es hier eine Schutzwirkung gibt. Definitiv. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, gibt ja auch dieses wunderbare Buch, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Das war ja so der erste Versuch, dieses Wissen an den Bürger zu bringen. Und das ist auch, glaube ich, ziemlich gut gelungen. Und seitdem steht ja auch die Diskussion über sekundären Pflanzenstoffe doch auch manchmal wirklich im Mittelpunkt von Gesprächen, was die pflanzliche Ernährung an Gesundheitsvorteilen mit sich bringt. Es ist tatsächlich so, dass die Ärzte, die Naturheilkundler, die mit Ernährung gearbeitet haben, die haben natürlich gesehen, dass es eben wahrscheinlich die Farbstoffe sind, die Aromastoffe sind, die dem Menschen der Gesundheit zuträglich sind. Und die haben auch gesehen, dass es die Ballaststoffe sind, definitiv, weil die Leute eine bessere Verdauung hatten. Und von daher wird das jetzt so langsam, aber sicher auch bestätigt von der modernen Wissenschaft. Das finde ich gut, aber ich finde immer noch, dass es viel zu lange dauert. Ich finde, es müsste etwas schneller gehen. Ja, das stimmt. Aber wenn man noch mal kurz zurückgeht in die Geschichte. Es gab ja den berühmten Arzt Bircher Benner. Die meisten haben ja von ihm Maximilian gehört. Maximilian, der so um die Jahrhundertwende, also vom 19. zum 20. Jahrhundert gewirkt hat. Und der hat erkannt, dass es eben den Menschen, er hat ja hauptsächlich Patienten gehabt mit verschiedenen Krankheiten, dass es den Menschen gut tun, wenn sie sich dem Sonnenlicht aussetzen und viel Pflanzen essen. Und er hat dann diese Heilkraft der Nahrung oder des Lebensstils hat er als Sonnenenergie bezeichnet. Ja, und das wird
Das wird ihm heute zum Teil vorgeworfen. Sonnenenergie, was ist denn das für ein Blödsinn? Was soll denn das? Wir können doch nicht die Energie von der Sonne aufnehmen. Er wusste nichts über sekundäre Pflanzenstoffe. Aber er wusste, in den Pflanzen ist eine Heilkraft enthalten, die wir heute als sekundäre Pflanzenstoffe erkannt haben. Und es hat eigentlich erst die moderne Analytik ermöglicht, dass wir diese vielen Substanzen identifizieren, charakterisieren und benennen konnten. Und es werden immer mehr. Ja, und außerdem, wo du gerade gesagt hast, Sonnenlicht, das kann man ja auch mittlerweile messen in der Biophoton-Emissionsmessung. Also das ist mir schon ein ganzes Stück weiter, aber Birger Benner hat einfach, der hat das gespürt, der wusste das. Er hat ja auch gesagt, wir nehmen das Sonnenlicht auf durch die Pflanzen. Schrödinger hat das gesagt, Gurwitsch haben das gesagt, Gerson, all die großen, Kollert hat auch davon gesprochen, dass eben das Licht in den Pflanzen die Ordnung im Menschen schafft, beziehungsweise er hat ja selbst die Ordnung der Ernährung, ja genau, hat er ja auf niedergeschrieben. Also ganz, ganz spannend. Und wie gesagt, diese sekundären Pflanzenstoffe sind eben nur in Pflanzen vorhanden. Wie sieht es denn aus, wenn wir Pflanzen erhitzen? Überleben die? Ja, die meisten sind relativ stabil, Gott sei Dank. Müssen sie auch sein, wenn ich überlege, was sie für eine Aufgabe haben, ne? Ja, aber ja, das stellen wir uns so vor. Die Natur hat auch oft so ihre eigenen Ideen, die nicht ganz falsch sind. Aber vielleicht kann man noch ein paar Anmerkungen dazu machen, wo sie denn in erster Linie vorkommen. Du hast vorhin schon die Himbeeren genannt. Also die Beeren insgesamt, ob das Blaubeeren, Himbeeren, Johannisbeeren oder Brombeeren sind, die sind voller sekundären Pflanzenstoffe. In dem Sinne, dass sie im Verhältnis zu anderen Pflanzen vielleicht mehr enthalten. Aber die Menge an sich ist nicht so groß. Aber es ist eine große Wirkung, die davon ausgeht. Und sie sind eigentlich in allen Pflanzen enthalten, aber in unterschiedlichen Mengen. Und in manchen, es gibt ja auch farblose Lebensmittel. Bestimmte Getreide haben keine Farbe, die Körner haben keine Farbe. Da sind auch nicht diese Farbstoffe drin, aber da sind trotzdem sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die auch ihre Wirkungen haben. Und man findet sie auch in Nüssen, in Hülsenfrüchten. Da findet man auch zum Teil die sogenannten Phytoöstrogene, also hormonähnliche Substanzen, die so ähnliche Wirkung haben wie Östrogene im menschlichen Körper. Aber die Wirkung ist sehr, sehr viel geringer. Und das hat sich die Natur wahrscheinlich auch gut überlegt, dass man nicht zu viel von diesen Anregungen oder Heilkräften aufnehmen muss oder sogar sollte, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Denn optimal bedeutet nicht maximal. Also je mehr, desto besser, gilt auch in der Natur nicht. Das Optimale ist das richtige Maß. Klar, also gerade bei den Phytoöstrogenen ist es tatsächlich so, dass es ja im Körper bei uns Menschen, dass die ja eher regulierend wirken. Und das finde ich auch ganz spannend. Also wir haben eine riesen Hilfestellung von der Natur mit den Pflanzen und mit den in ihnen lebenden sekundären Pflanzenstoffen einfach lange auch gesund zu sein, weil das ist wirklich ein Gesundmacher, ein Gesundbleiber. Und ich sage immer zu meinen Patienten, esst auf jeden Fall, oder wir haben das auch in unserem Buch geschrieben, mindestens 250 Gramm Obst und 400 Gramm Gemüse, sodass wir ungefähr auf 650 Gramm Pflanzenkost kommen, aber dann kommen ja noch die Nüsse dazu, dann kommen ja noch die Leguminosen dazu, also die Hülsenfrüchte und so weiter. Also das ist schon eine Vielzahl von sekundären Pflanzenstoffen aus den unterschiedlichen Gruppen. Und wenn wir, also ich bin ja ein absoluter Beerenfan, das wisst ihr ja, vielleicht weil ich spüre, dass es so gut tut, und wir essen jeden Tag Beeren, ihr glaube ich auch, ne? Weil es einfach... Ja, wir haben genügend Johannisbeeren, rote und schwarze Johannisbeeren und in der Nachbarschaft Brombeeren, dass wir tatsächlich den ganzen Winter aus der Tiefkühltruhe Beeren essen können. Die essen wir dann mit dem Müsli, und das ist dann nicht unbedingt ein süßes Müsli, durchaus herzhaft oder auch angenehm sauer, gerade mit Johannisbeeren. Aber ja, die sollte man, wenn es geht, möglichst täglich verzehren, gerade in der Sonnenabendzeit. Genau. Und da passt auch dann die Tiefkühlkost mal dazu. Also bin jetzt nicht unbedingt der Fan davon, aber bei Beeren muss ich sagen, da
ja, handhabe ich das genauso wie ihr und bin immer ganz froh, im Winter dann eben diesen Genuss zu haben. Ansonsten vielleicht auch nochmal ein Tipp, was die Intensität der sekundären Pflanzenstoffe anbelangt, sage ich immer, je intensiver das Obst von der Farbe, je intensiver die Pflanze an Farbe ist, umso mehr sekundäre Pflanzenstoffe sind enthalten. Ja, wir sagen dann auch, man soll möglichst Regenbogen essen, also alle Farben, denn die verschiedenen sekundären Pflanzenstoffe haben natürlich verschiedene Aufgaben und deshalb ist diese Mischung genau das Richtige. Ja, ich glaube, ihr habt ganz viel über die sekundären Pflanzenstoffe gehört und ihr wisst wieder mehr, weshalb wir für eine vollwertige Pflanzenkost stehen. Vielen, vielen Dank für heute fürs Zuhören und natürlich möchte ich jetzt noch wissen, was ihr tun dürft, damit ihr eines dieser Bücher gewinnt. Also Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke betätigen, ich glaube, sowas gibt es auch noch, dann bitte teilen und vielleicht schreibt ihr ein bisschen was in die Kommentare, ob ihr schon was gehört habt von den sekundären Pflanzenstoffen, ob ihr darauf achtet, dass ihr zumindest diese 650 Gramm an Obst und Gemüse am pro Tag verzehrt und wie es euch überhaupt damit geht. Herzlichen Dank, Klaus, dass du wieder heute da warst und wir dieses wundervolle Gespräch geführt haben. Danke nochmals und ansonsten für euch wünsche ich bis zum nächsten Mal einfach nur Gesundheit und wirklich die pur und rein, dass ihr ganz viel Lebensenergie und Lebenskraft habt. Tschüss!